Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier zur neuen Folge, wie immer jeden Mittwoch. Herzlich willkommen zu einer Mod vorgestellt. Ich freue mich riesig, dass ihr heute alle wieder dabei seid und reinschaut. Dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. So, und dann machen wir mal los. Was habe ich euch denn heute mitgebracht? Betrachtet bitte diese Folge heute als neues Format. Die Community fragt und Zando gibt Antworten. Ich möchte gerne jedes Quartal, möchte ich gerne so eine Folge mal mit einstreuen. Ich habe festgestellt, dass immer wieder dieselben Fragen auftauchen, zu denen ich hoffentlich mal irgendwie jetzt eine Verlinkung zu einer direkten Mod-Folge machen kann. Und das heißt, sehr, sehr viele Fragen, die ich per E-Mail bekomme, die ich per Discord bekomme und die ich mittlerweile unter ältere Mod-Folgen bzw. Gameplay-Folgen komme, habe ich hier ein ganz kleines bisschen aufgeschlüsselt, habe die gebündelt und ich stelle euch heute 5 solche Fragen der Community vor, die ich heute anhand dieses Videos gerne beantworten möchte. Ihr merkt, ich bin schon ein bisschen nervös, weil ich habe da ultra Bock drauf, endlich mal Fragen von euch, die ich in eine Mod-Folge reinpacken kann. Und für die alteingesessenen Anno-Hasen habe ich halt auch noch was ganz Besonderes vorbereitet. Zu fast jeder Frage, die ich heute hier beantworte, biete ich euch einen kleinen Bonus an. Das heißt, ich beantworte heute nicht nur die Frage, zum Beispiel, was ist meine Lieblingsmod? Das ist die Frage Nummer 5 oder was ist eine meiner Lieblingsmods? Nein, ich möchte euch da dazu auch so ein paar Spezialisten zeigen, beziehungsweise vielleicht auch zu der einen oder anderen Frage in kleinen Bonus mit auf den Weg geben. Zum Beispiel, wie kann man seine Speicherstadtpyramide erweitern? Aber das ist alles Zukunftsmusik. Leute, jetzt geht's los. Ich freue mich riesig drauf. Kommt mal mit. Los geht's. Okay, Leute, und dann möchte ich hier schon mal auf die erste Frage eingehen, und zwar, die mich immer wieder einholt. Zando, wie kann ich denn in Anno 1800 meinen Hafenbereich vergrößern? Es gibt nur eine Alternative, und zwar mit Modding. Und zwar haben wir hier über die Spice It Up, die ihr hier einzeln runterladen könnt, die sogenannte Bigger Harbor. Ihr seht schon, was diese Mod ausmacht. Diese Mod macht euch einfach einen riesengroßen Hafenbereich, den ihr komplett bebauen könnt. Ihr könnt die Wege reinsetzen, direkt in den Hafenbereich, könnt dort verschiedenste Dinge reinbauen, in Fischereien oder Werften oder was ihr auch immer wollt. Wichtig ist eine Verbindung aktiv zum Konto. Ich mache das dann immer so, wenn ich bei den Inseln bin, dann setze ich den Konto entweder links oder rechts hin und baue dann gleich ganz, ganz auf die linke Seite und ganz, ganz auf die rechte Seite einen kleinen Weg, eine kleine Straße, die hier direkt in den vergrößerten Hafenbereich führt. So komme ich dann am späteren Spielverlauf nicht durcheinander und kann dann schön die Gebäude ansetzen. Ich zeige das euch auch gleich im Spiel, aber davor möchte ich euch noch kurz den Bonus zeigen, den wir hier bei Bigger Harbor jederzeit mitnehmen können und der sich auch lohnt zu installieren. Moment! Und auch zu eurer Frage hier einen kleinen Bonus vorneweg. Ich würde euch hier die Mod dazu wärmstens empfehlen zu dem vergrößerten Hafenbereich Build on the Water. Mit dieser Modification könnt ihr abseits jeglicher Straße einfach Gebäude anhand von kleinen Markthäusern direkt bzw. kleinen Lagerhäusern direkt bei euch in den Hafenbereich reinbauen. Was heißt das? Ihr braucht keine eigene Verbindung mehr zum Konto. Ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, hey, das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Diese Gebäude arbeiten dann autark und ihr könnt euch dann eine riesengroße Stadt dort oder einen riesengroßen Industrieviertel direkt auf dem Wasser bauen, ohne Anbindung an das Konto. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Okay. Und dann gehen wir mal rein und dann möchte ich euch diese Mod mit dem vergrößerten Hafenbereich oder mit dem Bigger Harbor, wie das dann heißt, beziehungsweise mit Build on the Water, die möchte ich euch hier anhand vom besten Beispiel zeigen, wie der Hafenbereich jetzt vergrößert werden kann anhand von Crown Falls. Okay, Moment. So, noch kurz einen Frosch im Hals und jetzt zeige ich euch, passt auf, um den größeren Hafenbereich hier darzustellen, kann ich dann gleich mit den Gebäuden von Build on the Water arbeiten. Um die Gebäude freizuschalten, braucht ihr eigentlich nur ein paar Arbeiter. Wenn ihr die Arbeiter habt, dann scheidet sich der kleine Hafen frei und dann habt ihr hier diese beiden Gebäude. Diese beiden Gebäude werden, also ne, die kommen von der Mod Build on the Water und die könnt ihr alle beide hier autark und jetzt seht ihr mal, wie groß dieser Hafenbereich ist. Der ist genau so groß, ne, wie ihr das gerade eben gesehen habt. Absoluter Wahnsinn. Gehen wir nochmal rein und gucken es uns nochmal an. Das ist ein Hafenbereich, wie sich das geziemt. Ne, das sieht richtig, richtig geil aus. Und da dazu jetzt noch als Bonus, ihr könnt hier alles reinbauen. Also ihr könnt hier wirklich alles reinbauen. Ich möchte euch da komplett die Angst nehmen. Mit allem drum und dran, baut hier einfach den Weg außen rum. Wie ich das euch vor uns gesagt habe, mache ich das immer so. Ich baue dann erstmal den Weg so gut, wie es geht, hier außen lang. Und dann könnt ihr hier außen machen, was ihr wollt. Und das ist
Und dazu empfehle ich euch halt diese Modbilder und so weiter. Warum? Ihr könnt hier so ein Hafenlagerhaus anbinden. Das könnt ihr schon mal übrigens 50 Tonnen Lagerkapazität, das Einfache. Das könnt ihr einmal upgraden oder ihr baut jetzt gleich dieses Stufe 3 Gebäude hin. Das sieht dann etwas größer aus, etwas pompöser. Gönnt euch aber auch gleich 150 Tonnen zusätzliche Lagerkapazität für eure Insel. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen viel, aber ne, nur mal, dass ich euch gezeigt habe. Und jetzt könnt ihr hier Folgendes machen. Ihr könnt jetzt hier, egal ob ihr hier eine Verbindung habt oder nicht, das könnt ihr hier alles wegreißen. Als Beispiel, ich mach's dann trotzdem am Anfang am Rand. Könnt ihr hier zum Beispiel, ihr geht jetzt her und bastelt hier Fischereien hin. Na, ganz einfach Fischereien. Und ihr werdet jetzt sagen, ja, Zando, aber jetzt gibt es doch keine Verbindung mehr zum Konto. Stimmt. Es gibt keine Verbindung mehr. Jetzt lassen wir das einmal durchrödeln, okay? Das Wichtige ist, dass ihr von dem Lagerhaus, von der Mod, Beet on the Border, zu den jeweiligen Gebäuden, die ihr damit zuführen wollt oder füttern wollt, wie ihr die Waren abholen wollt, dass die mit Wegen zueinander verbunden sind. Das war's. Mehr ist hier nicht dazu. Und dann wartet mal ab, was jetzt gleich passiert. Wartet mal ab. Zack, die Tonne ist fertig und guckt mal, was hier passiert. Also, die Lagerhäuser arbeiten mit den jeweiligen Gebäuden, die ihr hier angeschlossen habt, über die Wege an die Lagerhäuser komplett autark. Und ihr seht es gerade, wir sind nicht verbunden mit dem Konto. Ist das was? Oder ist das was? Das war so viel zum Bigger Harbor bzw. meinem kleinen Bonusbild on the Water. Viel Spaß beim Ausprobieren. Okay, und dann kommen wir schon zur nächsten Frage. Zando, ist es möglich, die Speicherstadt auf die neue Welt zu übertragen? Ist es möglich, die Speicherstadt auch in der Arktis zu haben? Beziehungsweise ist es auch möglich, die Speicherstadt in den BESA zu benutzen? Und das kann ich euch doch dazu sagen. Und ich gebe euch wie immer auch zu dieser Frage einen kleinen Bonus mit. Selbstverständlich ist das möglich. Hier oben auf der linken Seite habe ich schon, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen hin und her gebastelt und habe dann hier auf der linken Seite für euch die New World Docklands vorbereitet. Das ist eine Mod, die hatte Gorilla übernommen. Die stammt ursprünglich von jemandem einem anderen Modder. Genau weiß ich es nicht mehr. Ne? Möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber die New World Docklands sind wirklich da dazu da, um die Speicherstädte wirklich auszubreiten. Neue Welt, Arktis und NBESA. Und wie immer möchte ich euch einen kleinen Bonus mitgeben. Und zwar hier die Ultimate Docklands. Aber die schauen wir uns gleich an. Wir gehen erstmal hier rein. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier das nicht abonniert habe. Ich habe das extra über Mod.io runtergeladen. Ich habe nämlich noch einen alten Mod-Ordner und ich arbeite teilweise über den Mod-Browser. Nur zum besseren Verständnis, okay? Ich kann das mit dem Ordner, ich bin so ein alter Modder, ich brauche da ein paar Ordner auch noch da drin, ne? Also, dann gehen wir mal rauf und ihr seht hier in den New World Docklands, das würde ich euch auch noch hier unten verlinken, ist es tatsächlich so, dass wir hier ne, die ganz normalen Docklands haben, die ganz normalen Speicherstädte für die neue Welt. Dann hätten wir hier, ihr seht es schon hinten dran, für NBESA, ne, so schön ein bisschen aufbereitet und auch für die Arktis. Und das Schöne ist dran, dieses Thema wurde hier wunderschön aufgegriffen. Hier ist es so ein bisschen gelb, so ein bisschen ausgeblichen. Ne, so sieht da so je nach Settings sehr, sehr schön aus. Und hier liegt tatsächlich Schnee drauf. Finde ich richtig geiles Set. Finde ich richtig, richtig cool. Und ihr könnt jetzt, wie gesagt, in eurem selbst sehr weit entfernten Welten könnt ihr jetzt die Speicherstadt aufbauen. Wir gucken uns aber hier nochmal schnell den Bonus dazu an, bevor ich euch die Speicherstadt als Beispiel in den BESA gleich zeige. Okay? Okay, und dann möchte ich euch die zwei kleinen Boni-Mods oder die zwei kleinen Bonus-Mods zeigen, die hier zu den New World Docklands, die ich sehr, sehr gerne benutze. Als erstes die Ultimate Docklands. Da habt ihr dann zum Beispiel, ihr kriegt noch einen NPC dazu, der eigentlich euch alle Waren anbietet, die normalerweise nicht in der Speicherstadt verfügbar sind. Gucken wir uns gleich noch an. Und auf der linken Seite, ihr wisst ja, meine Exportpyramide sieht auf der linken Seite ein bisschen anders aus. Und das ist dann hier gemacht mit den Dockland Export 4x4. Und zwar ist das so, dass ich meine Pyramide nicht auf dem normalen System aufgebaut habe, auf dem 4x1, sondern meine Pyramide sieht tatsächlich so aus, die es hat den 4x4 Exploit, weil damit kann man viel, viel mehr Waren auf den epischen oder legendären Baum schieben, das begünstigt und wieder bessere Tauschverhältnisse und so weiter. Ihr kennt euch da bestens aus. Das ist nur, dass ich das euch mal gezeigt habe. Wir gehen hier mal rein, Dockland Export, und zwar sieht das, ne? Das sieht dann tatsächlich so aus, hier oben bis zu den legendären, das ist alles kein Problem. Ich habe mir die hier auch manuell runter installiert. Und bei NBESA, die habe ich tatsächlich hier installiert, weil das mit einer der letzten Mods war, die ich hier frisch rauf installiert habe. Und hier kriegt er einen neuen Händler dazu, der dann hier ungefähr so aussieht, NBESA. Und der hat für euch eigentlich fast alle Waren, inklusive, ne, zum Beispiel inklusive Dünger oder
inklusive dieses fertige Produkt, oder ihr könnt ja auch Sekt kaufen, ihr könnt ja auch Gas tauschen, das ist ja nicht kaufen, sondern tauschen, ne? Und auch alle arktischen Produkte sind hier mit dabei, das könnt ihr dann auch sehr, sehr gerne ausprobieren. Bevor es aber soweit ist, wir gehen nochmal rein in den Spielstand und ich zeige es euch natürlich nochmal live im Gameplay. So, und damit ein herzliches Willkommen hier in Entbesa. Jetzt möchte ich euch anhand von Taborim mal die Speicherstadt zeigen. Ich habe ja wirklich noch keine aufgebaut. Das ist ja das Geile dran. Und ich kann es euch das on point 1 zu 1 kann ich dann euch gleich zeigen. Erstens kann ich euch nochmal mitgeben. Achtung, wir spielen ja auch mit der Mod mit dem vergrößerten Hafenbereich. Und wir hier wirkt selbstverständlich auch die Mod Build on the Water. Ihr seht, ne, wir haben das Hafenwagen, also das Hafenlagerhaus der Stufe 1 haben wir hier freigeschaltet. Das der Stufe 3 dauert noch ein Stück. Da brauchen wir noch ein paar mehr Älteste. Aber ihr seht, die Mod ist sehr intelligent. Die denkt sich, also die schaltet sich auch, je nachdem, wie viele mal Einwohner dann insgesamt haben, schalten sich auch die verbesserten Gebäude frei. Na, das ist schon mal so. Wenn ihr die Hürden fertig gemacht habt, kommt ihr dann Richtung die Ältesten. Und ich schätze mal, so 400 bis 500 Älteste werdet ihr schon benötigen. Bei mir gehen ja wieder die Waren bzw. ja, die fertig gemachten Bedürfnisse hier ein ganz kleines bisschen wieder zurück. Das seht ihr. Und ich glaube, bei 400 oder 500 Ältesten könnt ihr dann hier hinten dann hier tatsächlich zugreifen, hier auf die Speicherstadt. Das sieht dann ganz normal aus, ein Küstengebäude. Ja, das könnt ihr dann hier so ganz entspannt wohin bauen. Hat halt dieses wunderschöne Entbesa-Setting mit dabei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Na? Und ihr habt ja auch dieselben Modalitäten, dieselben Möglichkeiten, jede Menge Anlegestellen, Exportbüros, Module, Depots, ne, Verladekreis, könnt ihr hier sehr, sehr gerne machen, wie ihr wollt. Habt genau dieselben Zugriffsmöglichkeiten oder genau dieselben Erweiterungen, wie es derzeit bei euch in der alten Welt bzw. im Capture Army hier möglich ist. Wir gehen aber noch ein Stück weiter und zwar möchte ich euch jetzt in der Speicherstadt nochmal die zwei anderen kleinen Boni-Mods zeigen. Und zwar seht ihr hier die Exportwarenpyramide auf der linken Seite. Wie gesagt, die Mods habe ich euch hier unten angepinnt zu den verschiedenen Fragen. Hier seht ihr die Exportwarenpyramide und hier, wow! Danke für das Abo, ich muss die Alerts wieder ausmachen. Entschuldigt bitte. Aber wie gesagt, das ist ein geiler Take. Wenn es euch gefällt, sehr, sehr gerne auch den Kanal abonnieren. Das wird mir riesig helfen. Vielen lieben Dank. Ich hätte auch gerne irgendwann mal 4000 Abonnenten. Spaß beiseite, alles gut. So, hier seht ihr, ne, auf der linken Seite seht ihr hier die kleine 4x4 Mod, was ich euch gezeigt habe. Und auf der rechten Seite seht ihr hier unter anderem noch zum Beispiel einen erweiterten Händler, der uns verschiedene Musikinstrumente anbietet, von Hieronymus seiner Mod Music to My Ears. Und hier seht ihr den sogenannten Entbesa. Und der Entbesa, der bietet euch selbstverständlich alle Waren an, die ihr hier sehr gerne haben wollt, mit allem drum und dran, bis zu den Kabeln, bis zum Dünger, bis zu dem Helium, bis zu den Violinen, je nachdem, bis wo ihr gespielt habt, beziehungsweise was ihr bis jetzt freigeschalten habt. Okay, selbstverständlich sind dann, ich sag mal, ein paar High-End-Waren oder ein paar solche Waren, die man über Mods beziehen kann, hier noch nicht drin, weil alle Mods sind noch nicht mit der Speicherstadt oder mit dem Händler hier synchronisiert. Aber ihr kriegt, sagen wir mal, 95% oder 96% der Waren, die es insgesamt in Anno 1800 gibt, gibt es hier jetzt bei dem Entbesa zusätzlich zu holen. Okay, das war, sagen wir mal, schon die Speicherstadtfrage. Wir gehen zur dritten Frage. Xanto, ist es denn möglich, auch in dem vergrößerten Hafenbereich jetzt eine Stadt reinzubauen? Eine Stadt, Einwohner, eine Stadt, eine Schule, eine Stadt, ein Rathaus, eine Stadt, eine Kirche, verschiedene Sachen. Und ich habe das dann bei einigen Screenshots gesehen. Xanto, ich suche diese Mod, ich finde die einfach nicht. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die Mod zu installieren. Erstens über den kompletten Spice It Up Rider. Ihr wisst ganz genau, auf nexusmods.com gibt es die Spice It Up als Komplett-Package, wenn ihr die komplett installiert habt. Ich weiß, der eine oder andere arbeitet damit gar nicht mehr gern. Da könnt ihr dann auch die Harbor Life installieren. Und das ist das, was ich euch gerade zeigen will. Hier im Mod-Browser ganz einfach. Und zwar gebt ihr hier Folgendes ein. Harbor Life. Oder könnt ihr hier, ne, ganz normal Harbor zum Beispiel eingeben. Dann werdet ihr das auch sehen. Ja, dann Live mit F. Nicht mit V. Danke, Xanto. Na, mit dieser Modalität bzw. mit dieser Modification ist es möglich, euch eine komplette Stadt in eurem verfügbaren Hafenbereich zu bauen. Na, mehr muss ich da dazu nicht sagen. Ihr seht ja auf diesem Bild genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Es lassen sich alle Häuser upgraden. Es lassen sich alle Häuser mit Wegen versorgen. Ihr kommt hier überall ran. Das Limit ist tatsächlich der Hafenbereich.
Na, das kann ich. Ihr könnt auch dort keinen Dock ranbauen oder keine Anlegestelle und säumt diesen kompletten Hafenbereich auch sehr, sehr gerne einfach nur mit Häusern. Das könnt ihr auch machen, weil solange die eine Anbindung an das Konto haben, beziehungsweise Anbindung an den Hafen, ist das alles kein Problem. Übrigens, die Mod hat unser Starmodder geschrieben. Taubenangriff. Grüße gehen raus, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Die Mod habe ich auch nicht über Mod.io installiert, beziehungsweise über den Mod-Browser. Die Mod geht nach wie vor über mein komplettes Spice-It-Up-Package über den NexusMods.com. Okay, jetzt möchte ich euch das aber selbstverständlich auch im Gameplay zeigen. Mitkommen. Okay, Leute. Und dann mische ich euch mal diese kleine, aber feine Hafenstadt, mische ich euch mal zeigen. Das Einzige, was ihr machen müsst, wenn ihr die Mod installiert habt, bis zu den Handwerkern zocken. Und dann, ich glaube, wenn ihr 250 oder 500 Handwerker habt, wird dann hier die Hafenstadt freigestaltet. Ich glaube, unweit vom Marieté. Also wenn ihr das Marieté dann habt oder auch Zugang zu den Nähmaschinen, dann solltet ihr auch die Hafenstadt aufbauen können. Ihr klickt dann einfach nur auf den Reiter und seht dann hier ein komplett neues Menü mit allen Gebäuden, die es eigentlich an Land gibt, gibt es jetzt auf dem Wasser. Ich zeige euch noch mal ein paar, unter anderem zum Beispiel die Universität. Ihr habt hier das Rathaus, ihr habt hier ein Hafen-Kohlekraftwerk. Ja, ihr könnt auch die Hafengebäude mit Strom unterstützen. Ihr habt hier ein Wirtshaus und auch verschiedene Dienstleistungen, ne, wie eine Feuerwehr, eine Polizeistation oder ein Krankenhaus. Könnt ihr hier alles reinbauen. Ihr könnt das genauso anfangen wie eine ganz normale Stadt. Denkt bitte dran, ihr braucht eine Verbindung. Und zwar zum hiesigen Konto. Das ist hier ganz, ganz wichtig zu wissen. Hier zählt leider nicht die Mod Build on the Border, sondern das hier ist ja eine ganz, ganz andere Mod. Und deshalb würde ich herzlich bitten, baut da bitte oder bindet bitte die Gebäude, wenn ihr die schon auf dem Wasser baut, bindet die bitte an den örtlichen Konto an. Okay, und dann kann euch hier eigentlich nichts passieren. Schaut mal. Na, ich baue ja erstmal gemütlich hier einfach nur ein paar Bauernhäuser hin. Baue dann hier sehr, sehr gerne hier in die Mitte. Na, ihr seht, das hat alles spezielle Fundamente. Baue hier dann gerne das Wirtshaus hin. Hier könnte man dann zum Beispiel die Chappe stellen. Hier in der Mitte bauen wir dann einfach den Weg durch. Also einfach so, wie man das halt an Land auch macht. Und die Gebäude sind genau gleich. Ne? Also ihr seht, Markt, hier haben wir dann die Fische. Hier haben wir die Arbeitskleidung als Beispiel und hier hätten wir die Dorfschule. Ne, so, also das ist ja noch eine andere Mod, die hier reingekommen ist. Ich sag mal, denkt euch einfach mal die Dorfschule weg. Also nochmal Klamotten haben wir, Fisch und auch den Markt. Ne, das ist alles kein Problem. Das sieht genauso aus. Und wenn wir diese Waren hier erfüllt haben, steigen diese Gebäude auch ganz normal auf, wie auch alle anderen. Das heißt, ihr könnt euren Hafenbereich, wie ihr das wollt, könnt ihr hier angehen, könnt ihn verschönern, könnt auch nur Gebäude hier reinbasteln ohne Ende, weil für manche Hafenbereiche gibt es wirklich noch Potenzial. Ich würde euch gerne mal noch eine andere Insel zeigen. Schaut mal, hier unten, die haben wir damals vom Alonso einfach mal so eingenommen. Und wenn man jetzt hier mal in den Hafenbereich reingeht, schaut mal bitte, was alleine hier in dem Hafenbereich für Gebäude eingesetzt werden können. Dann werden wir nochmal den Blaupausenmodus einschaltet und dann zeige ich euch mal, guckt mal bitte, wie viel wir hier Gebäude stellen können. Na, also nur mal, dass ihr das seht, mit allem drum und dran. Ne, hier könnt ihr, ich ziehe hier zwischendurch, lasse ich immer mal so ein Feld frei, aber das ist nur, dass ihr mal seht, was hier, ich sag mal noch an Kontingent möglich ist. Alleine im Hafenbereich, es ist einfach der Wahnsinn. Okay, jetzt habe ich euch mal die dritte Frage so hoffentlich ein ganz kleines bisschen beantwortet. Das ist die Mod Hafenstadt bzw. Haverlife. Wir gehen zur vierten Frage. Mensch, Zanto, wo kann ich denn die große Handelskammer runterladen? Beziehungsweise die Handelskammer, mit denen du spielst, gefallen mir viel besser wie die Rathäuser und diese normalen Handelskammer, die es in Anno 1800 gibt. Wo zum Geier kriege ich dieses Ding her? Und zwar bin ich hier direkt auf dieser Seite der www.citybuilders.de. Auf dieser Webseite habt ihr die Möglichkeit, euch zwei oder drei Mods runterzuladen. Unter anderem dann auch hier die große Handelskammer. Ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht. Das Problem ist hier an den Citybuilders, denen, ihr seht es hier im ersten Absatz, nach einem sehr, sehr ärgerlichen Brandfall in unserem Computerraum mit anschließendem Wasserschaden Anfang März, gehen wir demnächst wieder ans Werk. Das heißt, denen hatten kompletter, also ne, die haben einen Wasserschaden gehabt, alle Rechner kaputt, alle Serverzentren kaputt und hier unten steht so Ende Juni, sollte alles wieder gehen. Die Downloads laufen ja hier von außer Haus. Zum Glück gibt es da so eine kleine Cloud dran. Das Einzige, was hier zum Zeitpunkt der Aufnahme ist, ne, das ist Anfang der Woche. Das Einzige, was hier noch nicht klappt, wie ich das gesehen habe, ist leider Anno 1800. Da kommen wir noch auf keine verlinkte Seite drauf. Und auch bei Age of Empires, ihr seht, das klappt zum Glück wieder besser. Vor uns bin ich drauf gegangen und deshalb, ne, das hat auch nicht funktioniert. Das heißt, es gibt noch hier und da ein paar kleine Problemchen daran. Wie gesagt, die sind dabei. Habt bitte Geduld und ich sag mal, in den nächsten Tagen werdet ihr hier wieder Anno 1800 Stuff oder Anno 1800 Content werdet ihr hier wieder runterladen können.
Okay, Leute, oder liebe Weltenentdecker, wie ich so gerne zu sagen pflege. Jetzt zeige ich euch mal die große Handelskammer. Die große Handelskammer ist im Prinzip nichts anderes wie eine normale Handelskammer, nur dass die große Handelskammer wesentlich mehr kostet. Denkt bitte dran, ich habe die New Horizons Mod-Tiermen eingeladen. Das heißt, es wird sich hier Es mangelt an an diesen Arbeitskraft. kleinen und großen Mods etwas ändern. Hier zum Beispiel sehen wir, dass die Handelskammern hier nur noch 15 Punkte investierter Einfluss kosten. Das schlägt sich jetzt auch in der großen Handelskammer nieder. Solange ihr die New Horizons Mod nicht drauf habt, kostet die nach wie vor 20 Einflusspunkte. Okay, das geht es nochmal ganz klar zu sagen. Ja, ich habe die New Horizons Mod mit drauf. Und dann klicken wir gerade mal ein. Die große Handelskammer wird euch zur Verfügung gestellt mit drei Item-Slots. Also drei Slots könnt ihr hier nochmal einladen und die gelten dann tatsächlich insoweit. Also ihr seht ja, hier haben wir zum Beispiel den Stakhanov Alexei eingeladen. Das ist einer von der richtig, richtig alten Mod, funktioniert immer noch. Und dann seht ihr hier, dass hier der Stakhanov Alexei hier drin ist, obwohl der hier nicht einmal so einen Einzugsbereich oder sowas hat, ne? Deshalb, die großen Handelskammern, die wirken wirklich insoweit. Egal, wo ihr die hinstellt, egal, was ihr da damit anstellen wollt, die wirken insoweit. Und jetzt kommt das Ganze. Wie soll ich das sagen? Es gibt noch ein i-Tüpfchen. Wenn ihr euch mit Modding richtig auskennt und ihr seid in den Assets schon so ein kleines bisschen bewandert, dann könnt ihr euch in den Assets das Ding so einstellen, dass das tatsächlich auch vier Item-Slots hat. Mir ist das ein ganz kleines bisschen zu viel. Das ist schon relativ Alan Benning signiert, die große Handelskammer. Das heißt im Prinzip, diese drei sind mir schon ein ganz kleines bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hätte dann vielleicht mal einen oder zwei, das geht glaube ich auch. Aber einige von euch, die hauen dann in die Assets rein und holt sich hier noch den vierten Slot. Das ist auch machbar, ne? Das wäre alles kein Problem. Wie gesagt, habt noch ein paar Tage Geduld, bis die Seite wieder richtig online ist und dann könnt ihr euch diese kleine Mod hier bei den City Builders wieder runterladen, okay? Kleine Mod, die richtig, richtig Spaß macht und sehr, sehr viel Wirkung hat. Man mag es gar nicht glauben. Leute, nächste Frage. So, und die letzte und fünfte Frage, die ich heute beantworten möchte. Xando, zeig uns doch mal, beziehungsweise zeig mir doch mal bitte eine deiner Lieblingsmods, mit denen du dir eigentlich ein neues Spiel, beziehungsweise vorhandenes Spiel in Anno 1800 nicht mehr vorstellen kannst. Und zwar ist das ganz, ganz einfach. Ich habe eigentlich ganz, ganz viele Lieblingsmods, aber eine kann ich euch ganz, ganz besonders empfehlen. Und zwar gehen wir rein in den Mod-Browser. Ich weiß, die Hacienda, die World Warship Mod und so weiter, die sind wirklich alle, alle toll. Auch Jacobs Industrial Cities, alle toll, aber das, was ich euch empfehlen kann, was auf jeden Fall ein kleines bisschen noch einen Boost darstellt, sind The Perfect Specialists and Item Pack. Wenn ihr euch das Ding installiert, habt ihr insgesamt 125 neue Spezialisten und Items für alle Regionen. Das heißt, neue Boosts, neue Extrawaren, neue Items, viele, viele kleine und große Modalitäten, die hier zusätzlich noch in dieses Spiel kommen. Und glaubt mir, der eine oder andere Spezialist, der hat sich hier wirklich gewaschen und es macht wirklich ohne Ende Bock, mit dieser Mod zu spielen. Übrigens, die habe ich auch nicht abonniert, weil ihr wisst ja, ich bin immer noch ein Modder der alten Schule, beziehungsweise ein Mod-User der alten Schule und habe auch die Mod hier in meinen Mod-Ordner reingepackt. Ich möchte euch aber jetzt nochmal im Gameplay einige von diesen Spezialisten mal zeigen. Einfach nur noch ein paar Empfehlungen von mir, wo ihr dann denkt, ja, die müssen definitiv von dieser Mod abstammen. Leute, auf ein letztes Mal, rein ins Gameplay, los geht's. Okay, und dann ein letztes Mal hier herzlich willkommen im Gameplay. Ich möchte euch jetzt mal noch einige Spezialisten hier vorstellen, die der liebe Hieronymus in dieser Mod implementiert hat. Und zwar muss ich bei mir selbstverständlich auch unbekannt anwählen, weil ich kenne auch noch nicht alle. Also, gehen wir es mal durch. Ich habe erst mal eine mitgebracht und zwar ist das hier die Sola Canuba. Entschuldigt bitte, meine Maus geht ein bisschen schnell. Und die habe ich deshalb rausgesucht, weil die unheimlich viele Waren mit zusätzlich produziert. Also das ist zum Beispiel eine, die könnt ihr auch sehr, sehr gut an derselben Insel wie die Speicherstadt als Beispiel einsetzen, weil die halt sehr, sehr viele Zusatzprodukte anbietet und die könnt ihr dann halt zum Beispiel über die Speicherstadt wieder tauschen und wieder andere Gegenstände erwerben. Also das ist richtig, richtig cool. Das ist hier Sola Canuba, so als Beispiel, ne? Ich habe mal noch jemanden mitgebracht und zwar... Und zwar die Montagne-Familie. Was ist denn die Montagne-Familie? Und zwar sind das, wie soll ich noch sagen, das ist der perfekte arktische Bergmann. Und zwar ist das eine Familie, die besteht aus drei Brüdern. Ihr werdet euch gerade fragen, drei Brüder? Ja, und zwar sind die upgradebar. Hier ist der Jean-Marie Montagne, hier ist der Jean-François. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und hier ist der Jean-Claude. Alle drei könnt ihr zusammen in eine Handelskammer reinsetzen. Empfehle ich da wieder die große Handelskammer als Beispiel. Und die bieten euch auch verschiedene Boosts für eure
Handelskammern an. Und zwar der hier: Produktivität plus 15% weniger Brandgefahr, weniger Explosionswahrscheinlichkeit und produziert da nochmal zusätzlich etwas Erdgas dazu. Nein, wir sind ja sowieso auf der Arktis Gasförderstätte drauf. Der hier macht das alles nur etwas besser und produziert zeitgleich etwas Eisen dazu. Jede achte abgebaute Tonne Erdgas wird hier Eisen produziert. Und jetzt kommt der Hammer: Das ist der legendäre, der produziert euch jede dritte Tonne eine Tonne Erdgas mit on top, mit oben drauf. Also wenn das nichts ist, wenn er das jetzt alles mit ein bisschen zusammenrechnet, ist das ganz genau gebalanced. Und zwar, hier habt ihr 60% weniger Brandgefahr und Explosionswahrscheinlichkeit. Ihr habt dann nochmal 30% bei allen beiden on top. Und wenn er den noch mit 1 lotet, habt ihr 10. Das heißt, alle drei in der Handelskammer auf so eine Gasförderstelle drauf gepoppt und die Dinger explodieren nicht mehr und die Dinger fangen auch nicht mehr an zu brennen. Und ihr habt nochmal eine zusätzliche Produktivität von sage und schreibe 105%. Bei noch sehr, sehr vielen, ja, gleichzeitigen Output von neuem Erdgas. Ne? Also wenn das nichts ist, das sind die drei Brüder der Montang-Familie. Ich habe euch aber noch was mitgebracht, und zwar ist das auch sehr, sehr gut, also sehr, sehr geil von der Mike. Das hier ist die Vandermark-Familie. Die Vandermark-Familie sind eigentlich sehr, sehr viel zuständig für Tiere, beziehungsweise Gänsehöfe und irgendwelche anderen Tiere, alles was es so gibt. Und zwar fangen wir mal an hier bei Wendy Vandermark. Wendy Vandermark kann euch weniger Module zur Verfügung stellen, bei gleichzeitig halt mehr Arbeitskraft. Also die Arbeitskraft, die hat in den alten Modulen zur Verfügung, beziehungsweise die dort aufgebraucht worden ist, die habt ihr jetzt nochmal 50% mehr obendrauf. Ne, Wendy van der Mark, preisgekrönte Tierzüchterin. Die nächste ist Judy van der Mark, die Liebhaberin von Schafen und Ziegen. Ich habe euch gesagt, die van der Mark-Familie, die mögen alle Tiere und Ziegen und alles und Gänse und Huskies und wirklich. Die verbraucht eigentlich nur 40% weniger Arbeitskräfte bei gleichzeitig nur Zusatzproduktivität von Ziegenmilch und Wolle. Und die zwei Brüder, die legendären, die haben es natürlich in sich, beeinflusst die Gänsefarm und die Huskyfarm. Entschuldigt bitte, war eine Fussel. In der Arktis 100%ige Produktivitätszuwachs, etwas mehr Arbeitskräfte erforderlich, aber dafür nochmal 50% weniger Module. Wenn das nichts ist, kann ich euch wärmstens empfehlen, den Typ. Und auch den Mark van der Mark, schaut euch mal das an, Züchter von Schäferhunden. Da ist natürlich zu sagen, dass sich die Module hier um 100% erhöhen. Er produziert natürlich dann gleich mit ein bisschen Alpaka-Wolle und er beeinflusst alle Tierhöfe. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel mit dem reingeht, ne, Rolf van der Mark, der beeinflusst alle Tierhöfe, dann auch die Tierhöfe in der Arktis, zum Beispiel die Gänsefarm und die Huskyfarm hier mit rein. Und hier auch nochmal alle Tierhöfe, ne? Modulreduktion und die auch nochmal Modulreduktion und ihr packt ihr den mit rein, also die drei, dann habt ihr im Prinzip dieselben Module, weil der gönnt euch 100% on top und die beiden ziehen eben die 100% nochmal ab. Dabei habt ihr mehr Produktivität, mehr zusätzliche Waren und ja, könnt eure Produktionen hier nochmal richtig boosten. Das waren aber wie gesagt nur einige dieser neuen Items und Spezialisten, die es hier bei dem kleinen Mod-Package vom Hieronymus gibt. Und da möchte ich sagen, meine Lieben, vielen, vielen Dank für die Folge. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn auch in der nächsten Folge, im nächsten Livestream und vielleicht auch in der nächsten Mod-Folge hier dabei seid. Bleibt bitte schön gesund und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Macht's gut, euer Zant. Ciao, ciao.